Meine Freunde, es läuft hervorragend. Willkommen zurück zu Männerlords. Ihr seht, Nahrung ist im Überschuss vorhanden. Ihr dürft wieder gehen. Ihr auch. Oh, ich bin so dumm. Egal, nicht so schlimm. Also eigentlich schon, weil die Erfahrung ist weg. Aber egal. So, can't was? Can't find space for weapons storage. Okay. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, irgendwas ist kaputt gegangen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber es ist kaputt. Alles nur, weil ich mich einmal verklickt habe. Wie schaut es mit den Lagern ansonsten aus? Schau mal, da ist noch so viel Platz in den Lagern. Na gut, wir wollen ein bisschen ausbauen. Habe ich schon ganz großspurig angekündigt. Das machen wir hier unten. Da ziehen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen. Aha. Okay. Ja, so, das passt. Ziehen wir noch ein paar extra Leute mit rein. Stufe 3 Upgrades, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so richtig meins. Performance wird ein bisschen ruckliger, ist aber nicht schlimm. Ist immer noch relativ entspannt. Tischlerei ist immer noch deaktiviert. Ja, wir sehen langsam, es gibt trotzdem ein bisschen Probleme mit ein paar Sachen. Mäntel, Kleidung etc. Vielleicht mal gucken, dass wir da dann trotzdem ein bisschen in die Richtung gehen später. Ist auch noch ein großes Lagerhaus, auch noch genug Platz. Ich habe jetzt heute wirklich schon alles auf 3. Gut, Lebensmittel, Bekleidung. Bekleidung. Gut, aber wie gesagt, Schuhe ist nicht das Ding. Wechsel mal zweimal Chicken. Ich glaube, das Problem ist, dass die einfach zu weit weg sind. Oh, was ist das denn jetzt? Okay, das ist scheiße. Machen wir das mal so. 6 leer machen wir jetzt. Die latschen jetzt hier irgendwo rum, oder wie ist das? Das sind Schafe. Lamm. Was machen wir mit diesen Dingern? Schlachten wir die? Das ist ein allgemeines Lager. Naja, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Grundsätzlich schon. Vielleicht gibt es dafür eine Hilfe. Nicht das. Hier. So, wir schauen mal kurz. Gebäuderessourcen. Schafe. Lämmer. Allgemeines Lager. Okay. Wirtschaft. Unter was ist Essen? Bietet Weidefläche für Vieh. Verarbeitet heute zu Leder. Die upgrade sich jetzt auch nicht so direkt hier, ne? Aber wo ist denn jetzt hier, wo ist Fleisch? Fleisch. Tierkadaver. Ne, ich hatte irgendwie gehofft, ja, allgemein. Hier für Produkt benötigt. Dice, okay. Das ist...
Hat zur Produktionsstätte ausgebaut worden. Taylors Workshop. Okay. Flachs, Leinen, Kräuter, Wolle, Bier, Eisen, Hühner, Schafe, Ziegen. Da gibt es mir zu wenig Infos. Da gibt es mir zu wenig Infos. Verbesserungen. Okay, Verbesserungen. Dann schauen wir mal ganz kurz Ziegenstall. Heute. Einzäunen. Vermöglicht die als Weide, wodurch die Fruchtbarkeit besonders schnell regeneriert wird. Nee, muss ich gestehen, bin ich aktuell ein bisschen unschlüssig mit den Infos. Ich glaube, das Problem ist, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir reißen diesen gesamten Markt ab und bauen hier oben den Markt hin. Weiß nicht, ob das jetzt was bringt oder nicht. Kann natürlich sein, dass das jetzt in die Hose geht. Oder bauen den hier oben hin, hier so. Der hofft nur, dass die Ressourcen etwas besser verteilt werden. Aber aktuell will das alles nicht so richtig. So, Schneiderei. Ah, schau mal, jetzt kann man schon direkt ein, zwei Sachen upgraden. Komm, hast du was abgerissen, kannst du upgraden. Wie du alle verarschen gerade, oder? Schneiderei, allgemein. Leinen, jetzt hat. Weil Farbstoffe habe ich keine Ahnung, wo ich die herziehen soll. Wahrscheinlich nur über Import. Hatte ich nicht noch irgendwo eine Schneiderei schon mal gebaut gehabt? Ja. Dafür brauche ich aber Leinen. Scheiße. Ich habe keine Leinen. Wir lassen jetzt quasi gar... Ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn ich die wirklich gar nicht brach liegen lasse. Wobei wir sehen jetzt hier auch schon zum Beispiel. Da ist die... Ja, das ist die Fruchtbarkeit für Weizen auch schon komplett im Keller hier. Wir lassen den mal... Wir lassen den einfach mal so ein paar importieren. 100 Stück dazu, haben wir 146. Das stellt dann halt keine Weidefläche zur Verfügung, ne? Nee, wir lassen das. Ich glaube, da wäre vielleicht sogar einfach sinnvoll, nochmal irgendwo einen Bauernhof hinzubauen, der sich dann wirklich nur ganz gezielt um... Wie soll ich denn hier zweimal Weizen? Das ist natürlich blöd. Das ist ein Ork-Krabber. Da bin ich aber blöd gewesen. Ungeschützte Vorräte werden durch Nest. Ja, das ist... Das lässt sich nicht vermeiden. Also was wir jetzt mal kurz gucken könnten, was es mich kosten würde. Oder wir handeln später oben. Wir handeln... Ja gut, aber da... Habe ich auch wieder kein Geld dann für, ne? Immerhin haben sie sich mal ein bisschen um... Ah, schau mal. Schau mal einer an. So, dann upgraden wir doch die Freunde mal alle. Aufs nächste Stüfchen. Was für ein Lager darf auch wieder arbeiten. Kann ich hier mehrere gleichzeitig upgraden? Scheinbar nicht.
Ist hier irgendwas im Weg, was ich nicht sehe? Nee, eigentlich nicht. Ressourcen dürfte eigentlich auch nicht das Problem sein. Aber irgendwas ist ein Problem. Nee, keine Ahnung, was das Problem ist. Der Baum darf es ja eigentlich auch nicht sein. Die Straße kann ich mir jetzt auch nicht direkt vorstellen. Ja, das funktioniert es dann aber. Naja, es ist nicht ganz so optimal. Aber es führt keinen Weg dran vorbei. Ah, schau dich das an. Nahrung 10 Monate. Brennholz haben wir richtig hochgeschossen. Obwohl wir jetzt Winter haben. Schau es mit dem Markt aus, den ich hier habe errichten lassen. Habe ich den denn errichten lassen? Ich habe doch hier einen Markt hingebaut irgendwo. Ah, hier. Keiner hat Bock, dahin zu gehen. Super. Erst heulen sie rum. Markt, Markt hier, Markt da. So, Waldbrand hat die nächste Stufe erreicht. Dann. Machen wir das. Wie angedroht. Und danach kannst du halt, wie gesagt, rein theoretisch noch Fallenstellen machen. Aber das Erste, was wir... Ja gut, wir bauen jetzt... Wir sollen jetzt erstmal die Sachen hier weiterbauen. Das dauert halt leider alles ein bisschen. Etwas ineffizient, das Ganze. Alle Fälle nochmal einen Ochsen anheuern. Das geht dann nochmal alles ein bisschen schneller. Aber Geld haben wir hier gar nichts. Da müssen wir halt, wie gesagt, mal gucken, ob man da das Geld her importieren kann. Wir können ja eben auch... Packstationen. Genau, Tauschhandel zwischen Regionen. Die bauen wir hier schön mittig. Und die Packstation hier unten. Die bauen wir mal hier hin. So. Gucken wir mal, inwieweit sich das auswirkt. Also das Feld wird jetzt dann quasi 24/7 benutzt. Das habe ich jetzt schon verstanden. Erreichen in einer großen Stadt eine Zustimmung von 100%. Nur schon. Achievement. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Freunde, für das Achievement. Freut mich wirklich sehr. Vielen Dank für eure Unterstützung. So Garn haben wir wirklich ohne Ende. Heute brauchen wir halt auch nicht wirklich. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann gleich auf Stufe 3 ausbauen. Wow. Wir lassen jetzt auch einfach mal weiterarbeiten. Das Einzige, was wir jetzt mal machen werden, ist nebenbei. Also dieses Rumspringen macht mich richtig aggressiv. Das müssen sie bitte beheben. Ich bin ein sehr gelassener, ruhiger Mensch. Ihr kennt mich. Aber wenn da die ganze Zeit so rumploppt, rauf, runter, oben, unten. Das kann ich nicht ab. Das mag ich nicht. Warum hat denn der eigentlich mehr Platz? Ah ne, hat er nicht, okay. Wollte schon sagen, warum hat denn der mehr Platz als der andere oben? Ist aber Fake News gewesen. Schicken noch mal einen zu dem Lagerhaus mit hin. Nochmal einen zu dem Speicher. Dass wir einfach da ein bisschen bessere Produktionseffizienz haben. Ungeschützte Vorräte im Lagerhaus. Was? Oh, scheiße. Das aber nicht so gut. Dauert das eigentlich, bis ihr diese Packstation mal baut? Ich frage.
Siedlungsstufe Rot, Waldbrand. Schon wieder. Wieso überhaupt schon wieder, hä? Hä? Wieso habe ich denn jetzt nochmal einen Punkt bekommen? Für was denn? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier nicht, oder was? Hier hätten sie doch auch nochmal einen Blocker machen können. Warum hat die Stadt jetzt hier oben nochmal einen Punkt bekommen? Das Upgrade hatte ich schon fertig. Gebaut habe ich auch nichts. Tja, Early Access steht da. Bin mal gespannt, was passiert, wenn Early Access mal vorbei ist. Super. Gerste. Ne, das ist sogar Weizen. Gerste, Weizen. Das wird eine super Ernte. Die sind ja auch schon am Aussäen. Für Gerste. Ist doch viel zu spät eigentlich. Hm. 42,60. Ja. Sind wir hier noch am Handeln mit Tierchen? Kommt da noch mehr? Wie viel importieren wir denn? 100. Fehlen nur 80. Bin ich aber mal gespannt, ey. So, Mehl haben wir tatsächlich gar nicht so viel, aber Korn haben wir ohne Ende. Aus Weizen machen wir Korn. Und aus Korn machen wir Mehl. Wir hören mal ein bisschen die Arbeitskräfte in der Windmühle. Weil die Ofen arbeiten mehr, an Öfen arbeiten mehr als in der Mühle, weißt du? Das kann ja auch nicht sein. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz wegen Handel. Ah, warte mal, nee. 10 von 12. Kann kein Geld schicken. Scheiße. Okay. Geld schicken wir auch zu. Ja, gut, ist halt Regionswohlstand, ne? Und nicht allgemeiner Wohlstand. Kann ich schon nachvollziehen auch. Also wirklich brauchen tun wir hier nichts. Wie gesagt, wir machen hier auf Handel. Wir machen hier auf Handel und. Das Brett haben wir wirklich ohne Ende. Oh Gott, schlecht. Feindliche Einheiten. Hm. Was ist eigentlich dieses Tab? Naja, sammelt euch. Mal da. Sammeln die sich jetzt? Okay, irgendwie funktioniert das nicht. So. Da fehlt einer. Da, jetzt hat jetzt einer da. Macht euch kampfbereit. Es ist an der Zeit, diesen Barbaren zu zeigen, wer der Chef im Ring ist.
Schießt ihr? Sehr schön. Ihr kümmert euch um die Jungs. Schön mit Schilden. Lieben wir. Das ist ein Problem. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ihr dürft euch übrigens auch direkt schon mal um die Leichen kümmern. Helft dem Bogenschützen, if possible. Eine Salve. Oder auch nicht. Scheiße. So, Angriff von hinten. Ich hätte auch deutlich überlegen, ne? Die freuen sich schon. Tschüss. Achso. Ich dachte, die sind schon geflohen. Keine Verluste auf unserer Seite nach wie vor. Sehr begeistert. Weil sie sich freuen, ey. Cool. Wenn die happy sind, bin ich auch happy. Führt die Arbeit fort, Freunde. Die Felder liegen vernachlässigt beiseite. Okay, Brennholz, glaube ich, können wir jetzt wirklich wieder ein bisschen runterfahren. Also was mein Plan jetzt ist, also nicht hier, sondern hier. Wir bauen einen Markt. Einen Handelsposten. Einfach für den Import dann von Farbe. Die Farbe bringen wir nach Süden und werden dann damit andere... Sachen bauen. So, ich spreche das jetzt einmal ganz schnell. Wo ist denn da YouTube? Da unten. So. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt beanspruche, erklären die mir dann den Krieg oder wie ist das dann? Ah, okay. Der Federhandschuh wurde geworfen. Feindschaft erklärt. Hildebold von Berenoite und dort Krabbe. Da wird eine Schlacht stattfinden. Okay. Dann sammeln wir uns mal. Jetzt. Schlachtfeld, lass dieses um die Herausforderung zu gehen. Nach dem Beginn der Schlacht kann sich das Schlachtfeld möglicherweise verlagern. Gefechte, die zu weit vom Schlachtfeld entfernt stattfinden, werden dem Machtanspruch nicht zugerechnet. Also wir müssen auf alle Fälle dahin. Und wir schicken unsere Armee jetzt erstmal dahin. 90 Tage bleiben. Ist auch notfalls, wenn das komplett in die Hose geht, machen wir halt einmal Ladrino. Wenn ich jetzt so dreist bin, ich dann einfach mal. Gunst des Königs, minus 1. Schlacht um Eichenau hat begonnen. Die haben viele Bogenschützen, aber auf alle Fälle deutlich mehr Truppen als ich habe, leider. Aber, wie wir sehen, haben die sich ein bisschen aufgeteilt. Vielleicht können wir die einfach überrumpeln. Was wir jetzt auch noch machen, ist eine extra Einheit Bogenschützen und nochmal eine Einheit Speerträger. Geht nicht, okay. Dann nicht. Schauen wir mal, ob wir mit unserer Infanterie die Bogenschützen überrumpeln könnten.
Oder würde ich sagen, dann schauen wir uns nächste Folge an. Tschüss.